Willkommen zu diesem neuen Video. Wir schauen uns heute an, welche Autos man mit über 300 PS schon für unter 15.000 Euro bekommt. 300 PS ist zumindest für mich persönlich so ein bisschen so eine magische Grenze, wo es dann richtig sportlich wird, wo die Autos also richtig Leistung bekommen. Und heutzutage ist es auch gar nicht mehr so unüblich, dass viele Autos über 300 PS haben. Allerdings sind die dann natürlich noch ziemlich teuer. Wie zum Beispiel dieser Porsche Boxster hier im Hintergrund, der aber meilenweit entfernt ist von den 15.000 Euro. Tatsächlich gibt es auch ziemlich wenige Autos, die wirklich zuverlässig sind und trotzdem diese 300 PS haben. Ich habe mir heute aber trotzdem vier Stück rausgesucht, die eigentlich relativ wenige Kilometer haben, über 300 PS und auch ziemlich zuverlässig sind. Gerade Autos, die mehr Leistung haben oder die ein bisschen die sportlichere Variante sind, können halt oft im Unterhalt ziemlich teuer werden. Abgesehen vom Sprit ist dann halt auch jede Reparatur oder jede Wartung dementsprechend teuer. Deswegen ist es umso wichtiger, dass die Autos halt einfach zuverlässig sind und nicht alle zwei, drei Wochen irgendwas passiert. Ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem ersten Auto, und zwar haben wir hier die Mercedes S-Klasse der 220er Baureihe. Hier haben wir 306 PS, also auf jeden Fall die 300 PS erreicht. Auch wenn das jetzt nicht das sportlichste Auto ist und man hier die 300 PS jetzt nicht so spüren wird, vor allem bei der Langversion, die dann nochmal deutlich schwerer ist. Die Leistung haben wir hier natürlich trotzdem, und zwar aus einem 5 Liter V8, dem M113, welcher als einer der robustesten V8 jemals gilt. Also ja, wenn man an den robusten Motor denkt, dann ist eigentlich der M113 immer ganz vorne mit dabei. Und auch in Kombination mit dem 5G-Tronic, also mit dem 5-Gang Automatikgetriebe, das eigentlich auch fast nie kaputt geht, hat man hier insgesamt ein ziemlich robustes Auto, was auch wie hier Facelift von 2003 halt auch nicht für Rost anfällig ist. Im Gegensatz dazu, das Vor-Facelift ist extrem anfällig für Rost. Dafür bekommt man die Vor-Facelift-Modelle auch schon zum Teil zum halben Preis, also für 6.000, 7.000 Euro. Ich persönlich würde sagen, wenn man sich so einen 220er holt, dann direkt als Facelift, um halt einfach die Kinderkrankheiten wie den Rost und andere Sachen zu vermeiden. Außerdem hat man hier halt nochmal ein deutlich schickeres Design, gerade was die Scheinwerfer angeht und auch das Heck. Beim Verbrauch muss man hier kombiniert ungefähr so mit 12 Litern rechnen. Also ich glaube, darunter wird es schwer, das Auto zu bewegen, gerade halt wegen der Größe und auch dem großen Motor. Also die wirklich sparsamste Variante hier, was den Sprit angeht, ist die S-Klasse natürlich nicht. Aber dafür, ja, wie gesagt, hat man einfach ein ziemlich zuverlässiges Auto, was den Motor und das Getriebe angeht. So, wenn wir weitergehen, dann haben wir hier jetzt einen BMW 335i von der E90 Baureihe, beziehungsweise hier jetzt den E93 müsste das Cabrio sein. In einer ziemlich schicken Ausstattung, wie ich finde, also schwarz außen und beige innen, finde ich persönlich ziemlich geil. Für um die 14.000 Euro mit M-Paket. Im Innenraum hier auch, finde ich, eine ziemlich schöne Ausstattung mit dem Beige und dem dunklen Holz. Hier haben wir auch wieder 306 PS, aber dieses Mal aus einem Sechszylinder, also hier beim BMW ist ein 3 Liter Sechszylinder verbaut, mit einem Automatikgetriebe. Die BMW Sechszylinder aus der Zeit sind im Vergleich zu den Vierzylindern aus der Zeit deutlich robuster. Also hier gibt es viele Leute, die auch Leistungssteigerungen auf 400, 500 PS oder sowas machen, und die Motoren halten es trotzdem aus. Also auch hier, denke ich, wieder ein ziemlich zuverlässiges Auto. Beim Cabrio sollte man allerdings darauf achten, dass das Ding auf jeden Fall auch richtig dicht ist, weil hier ist ja dieses Hardtop verbaut. Und wenn das dann nicht dicht ist, dann kann das schon ziemlich teuer werden. Die 144.000 Kilometer kommt natürlich darauf an, was es für Vorbesitzer waren, die das Auto hatten. Wie sind die mit dem Auto umgegangen? Wenn das Auto immer gut gewartet wurde und es aus seriösem Vorbesitz ist, muss man sich eigentlich bei 144 bei dem Motor noch keine Sorgen machen. Wenn allerdings die Vorbesitzer bzw. die Wartungshistorie ein bisschen komisch einem vorkommt, würde ich vielleicht eher die Finger von dem Auto lassen. Ich wollte unbedingt auch einen Diesel auf die Liste packen, weil Dieselmotoren ja eigentlich die zuverlässigeren sind wie Benzinmotoren bzw. halt einfach die langlebigeren Motoren. Allerdings ist es gar nicht mal so einfach, einen Diesel mit über 300 PS unter 15.000 Euro zu finden. Deswegen habe ich jetzt hier einen A7 gefunden, der zwar 17.000 Euro kostet und 160.000 Kilometer gelaufen hat, aber meiner Meinung nach, gerade noch was das Design von dem Auto angeht, nicht wirklich aussieht wie ein 17.000 Euro Auto. Ich finde, das Ding ist ziemlich gut gealtert und sieht auch noch sehr, sehr gut aus. Außerdem hat man halt beim Diesel den Vorteil, dass das Ding nicht wirklich viel verbraucht. Also man kann ja trotzdem mit 6, 7 Liter Durchschnitt mit dem Ding auskommen. Hier haben wir jetzt halt den großen 3 Liter TDI verbaut, also ein 3 Liter Sechszylinder Motor. Mit Biturbo-Aufladung müsste der eigentlich haben. Den gibt es dann auch nochmal in kleineren Ausbaustufen mit 245 PS rum. Auch im Innenraum, wenn man jetzt mal das Lenkrad hier nicht unbedingt beachtet, kein hässliches Auto, sondern vom Design her immer noch zeitgemäß. Und die Dinger, muss ich sagen, fahren sich auch ziemlich geil. Also das Fahrwerk, was die Dinger verbaut haben, und allgemein die Abstimmung, ist echt nicht schlecht. Ja, gerade für Leute, die viel Leistung wollen, aber trotzdem einen geringen Verbrauch, vielleicht gar nicht mal so schlechtes Auto. Und die 3 Liter TDI-Motoren sind auch ziemlich bekannt. Also die wurden ja in gefühlt 100 verschiedenen Modellen über den ganzen VAG-Konzern verbaut. Und somit kennen sich mit den Motoren auch viele Leute aus.
aus und es gibt auch extrem viele Ersatzteile. Als letztes Auto und vielleicht sogar der Favorite heute auf meiner Liste ist der CLK als 500er. Hier haben wir auch wieder wie aus der ersten S-Klasse den M113 verbaut, also den 306 PS V8 Motor, der, wie ich vorhin schon gesagt habe, ziemlich robust ist, also die Dinger halten ewig und sind eigentlich fast unkaputtbar. Und im CLK sind die 306 PS aus dem V8 natürlich auch nochmal deutlich sportlicher als jetzt in der S-Klasse. Und wenn man da mit offenem Verdeck im Sommer mit dem V8 fahren kann, ist das bestimmt auch ein geiles Feeling. CLK vor Facelift hat natürlich hier ein bisschen so dieses Altbacken-Radio, beziehungsweise einfach das hässliche Radio. Wenn man da irgendwie an einen Facelift kommt, ist das Ganze natürlich auch ein bisschen schicker. Aber hier für 13.000 Euro kann man eigentlich nicht viel sagen. Auch die 150.000 Kilometer sind für den Motor und das Getriebe jetzt eigentlich nicht unbedingt krass. Ja, wenn das Auto vor Ort gut dasteht, ist das Ding vielleicht sogar eine Wertanlage. Gerade für 13.000 Euro, denke ich, werden die Dinge auf jeden Fall noch steigen, weil hier halt einfach diese guten V8-Saugmotoren verbaut sind, die es heutzutage einfach nicht mehr gibt in solchen Autos. Ja, welches der vier Autos mit über 300 PS würdet ihr nehmen? Den CLK als 500er, die S-Klasse als Langversion, den BMW 335i als Cabrio oder den Audi A7 als 3 Liter TDI? Schreibt es mir mal gern unten in die Kommentare rein. Und wenn ihr euch für Autos interessiert, dann lasst auf dem Kanal auf jeden Fall ein Abo da. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut, ciao, ciao. Cause I'm ready to wreck it. Feeling like Ralph in the booth, but respect me. Too many.